Ich zeige euch heute, wie ihr Abmurai im Raid ganz einfach solo besiegen könnt. Das Pokémon, was wir benutzen werden, ist Epitaph. Epitaph trägt das Item Muschelglocke. Terra-Typ würde ich euch hier empfehlen, Geist zu spielen, wenn ihr so viele Shards habt. Ansonsten ist es eigentlich egal. Und zwar, wir spielen auch noch folgende Attacken auf Epitaph. Zornesfaust ist sehr wichtig, Kreideschrei ist wichtig und gegebenenfalls Ableitip und Protzer. Aber Zornesfaust und Kreideschrei sind die wichtigsten Sachen. Dann kommen wir zur Fähigkeit, Siegeswille. Siegeswille ist hier auch wichtig, das ist die versteckte Fähigkeit von dem guten Epitaph. Dafür braucht ihr ein Fähigkeitspflaster. Dieses bekommt ihr in 5 und 6 Sterne Raids. Dann einmal die EVs. Ganz untypisch haben wir hier einmal den erhöhten Angriff mit 252 EVs auf den Angriff und 252 EVs auf den Verteidigungswert. Als Wesen spielen wir natürlich auf Epitaph ein hartes Wesen, was den Angriff steigen lässt und den Spezialangriff sinken lässt. Aber auch, liebe Leute, die DVs sind wirklich sehr, sehr wichtig. Ich kann euch jetzt schon sagen, wenn euer Pokémon nicht Level 100 ist, EV und DV trainiert ist, dann wird das nichts. Ich zeige euch auch nochmal eben kurz, wie schnell man EVs verteilen kann. Dazu könnt ihr einmal Richtung Vermaster fliegen und euch folgende Vitamine kaufen. Jetzt in unserem Fall bei Epitaph ist es Protein und Eisen. Dieses bekommt ihr übrigens auch sehr leicht aus diesen 7 Sterne Event Raids. Deswegen sage ich euch immer, farmt diese Raids, damit ihr genug auf Lager habt. Wie ihr schon bei mir sehen könnt, ich musste jetzt lediglich ein bisschen Eisen nachkaufen. 25 Stück dann auf Epitaph Eisen, 25 Protein auf Epitaph. Da müsst ihr jeweils nochmal 2 Federn auf den jeweiligen Stat draufpacken, damit wir auf 252 EVs kommen. Sprich 2 Kraftfedern, dann einmal 2 Abwehrfedern und dann habt ihr noch 6 EVs übrig, die könnt ihr dann auf den KP-Wert packen. So, dann wollen wir doch mal anfangen. Ich bin mir dessen bewusst, dass es sehr, sehr viele Strategien mit Austoss gibt, mit Paldea Tauros. Was gibt es noch? Es gibt mit Koraidon. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Sachen, die man machen kann. Allerdings zum Beispiel wie im Fall von Paldea Tauros. Nicht jeder hat Pokémon Karmesin. Oder mein Video über Koraidon. Nicht jeder hat ein Koraidon. Aber mit dieser Methode schafft ihr es wirklich in wenigen Minuten. Admurai ist an sich, beziehungsweise habe ich mir tatsächlich ein bisschen schwerer vorgestellt, aber er ist wirklich nicht ohne, weil er, beziehungsweise wegen seinen Crits ist er halt sehr, sehr gefährlich. Das ist ein wirklich Sneak-Team, wir haben hier zweimal Bedroher, Eindriff, Zeppelin, Hammer. Da würde ich in der ersten Runde natürlich hier auf Kreideschrei gehen, weil Admurai wird in der zweiten oder dritten Runde, Anfang der dritten oder Ende der zweiten Runde, geht er auf ein Schild. Sprich, wir machen dann weniger Schaden. Deswegen werden wir uns nicht boosten. Wir werden hier, wie ihr jetzt gleich sehen könnt, deswegen Siegeswille spielen, weil Dampfwalze unseren Stat lowert und unsere Fähigkeit ist, dass unser Angriff dadurch steigt. Deswegen brauchen wir uns in den ersten Runden gar nicht boosten. Es ist auch gar nicht wichtig, da wir in der zweiten Runde auf Zornesfaust gehen. Er crittet uns, wir überleben das, deswegen auch hier die Muschelglocke, weil mit dem Schaden können wir uns dick regenerieren. Dann holt er natürlich sein Schild raus, das war klar. Jetzt ist es ganz wichtig, ihr müsst wirklich Step by Step alles nachmachen. Ich weiß, dass es bei jedem nicht unbedingt hundertprozentig klappt, aber ihr geht hier einmal auf einen Protzer. Da gehört auch immer eine kleine Prise Glück mit dazu. Zum Beispiel jetzt hat er unsere Stats resettet. Wir gehen hier einmal auf den Protzer. Das ist auch ganz normal, dass er unsere Stats resettet. Aber wirklich, ihr müsst wirklich alles genau nachmachen. Es kann aber trotzdem sein, dass ihr da halt wirklich unlucky seid und da oder da nochmal gecrittet werdet und was weiß ich nicht alles. Oder ihr keine so guten Teammates habt wie ich gerade. Aber in der Regel solltet ihr es wirklich ohne Probleme mit Epitaph schaffen. Wie gesagt, wir gehen hier auf Zornesfaust. Wir heilen uns ein bisschen von den KP. Es ist auch tatsächlich nicht schlimm, wenn ihr drauf gehen solltet. What? Bro, what are you talking about, man? Im Gegenteil, da habt ihr wieder volle KP. Die Zeit geht ein bisschen runter, aber das ist nicht schlimm. Also nicht verzagen, einfach direkt wieder auf Zornesfaust drücken. Wir können wieder ein bisschen KP regenerieren. Und ihr seht schon, das Schild von Admurai ist wirklich sehr, sehr klein. Wir werden jetzt wahrscheinlich gleich rausgenommen, das ist aber weniger wichtig. Wir gehen einfach nochmal straight auf eine Zornesfaust. Wir lassen uns umbringen, das ist gar kein Problem, das ist sogar gut für uns. Dann kommen wir mit voll regenerierter KP zurück. Ihr könntet an dieser Stelle jetzt theoretisch auch schon Terra kristallisieren. Terra kristallisieren in Geist oder in Kampf, das spielt gar keine Rolle. Geist würde mehr Sinn machen.
wegen Zornesfaust halt, ne? So, er resettet die Stats, das Schild bricht, das ist mega cool. Jetzt passt auf, jetzt wichtig, wir gehen auf Kreideschrei in der nächsten Runde. Super, da ist der Kreideschrei. Und wie gesagt, er macht kaum halt noch Schaden, wie man sehen kann, mit zweimal Bedroher und Verbrennung. Wir gehen aber nochmal auf Kreideschrei, denn er wird sein blaues Wunder erleben, Atmurai. Ich kann euch nur empfehlen, joint unserem Discord in der Videobeschreibung. Es gibt viele Leute, wenn ihr damit trotzdem Probleme habt, die euch da aushelfen können. Und das wird wirklich sehr, sehr einfach. Spätestens, wenn Atmurai jetzt hier auf Schwertanz geht, geht ihr direkt auf Zornesfaust. Sprich, wir wollen ihn auf minus 4 droppen. Dann gehen wir mit Zornesfaust, weil er in der Regel dann schon auf Schwertanz geht. Und wie ihr sehen könnt, der Damage ist verheerend. Und liebe Leute, wenn euch das geholfen hat, abonniert den Kanal bis jetzt. Wir sind zwar noch nicht fertig, aber ihr werdet jetzt sehen, dass er auf jeden Fall down geht. Es würde mich freuen. Wir haben richtig geile Shinyans hier auf dem Kanal. Ich mache die Videos so kurz wie möglich für euch, damit ihr wisst, wie man Atmurai ganz einfach besiegen kann. Und damit viel Spaß. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Atmurai, das war's mit dir.